ist das? Sieht aus wie ein Keks, aber richtig komisch. Mh, voll süß. Ich mag es. Ted, du hast es aber eilig. Holen wir uns zuerst unsere Kärtchen. Ist ja gut, wie du meinst, aber schlag mich nicht mehr. Oh Mann, ich muss meine Kekse ohne Hände schnitzen. Loser, loser, loser. Boah, das ist voll gemein, aber okay, ich schaff das trotzdem. Wir müssen uns beeilen. Es gibt keine Minute zu verlieren. Gut, dass ich beide Hände benutzen kann. Das geht viel schneller. Das stimmt schon, aber ich kann das auch mit einer Hand machen. Beziehungsweise, ich kann einfach den Rest wegknabbern. Mh, das schmeckt übrigens köstlich. Und was soll ich ohne Hände tun? Es scheint nur einen Ausweg zu geben. Aua, meine Stirn tut weh. Aber dafür klappt's. Ich mache einfach weiter. Das ist meine Chance. Sieht so aus, als würde Lucy vor nichts Halt machen. Ich muss mein Bestes tun. Oh nein, mein Keks ist zerbrochen. Wie denn das? Nein, das gefällt mir gar nicht. Schluss damit. Oh, diesmal haben mir nicht mal meine zwei Hände geholfen. Oh nein, ich will nicht, dass dasselbe mit mir passiert. Lucy, wir müssen weitermachen. Das war's, ich habe auch verloren. Gleich fängt's an. Boah, voll nass. Das fühlt sich furchtbar an. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Ich muss noch schnell fertig werden. Das war's, die Zeit ist um. Fantastisch, ich hab's geschafft. Ich hab gewonnen. Das ist voll ungerecht, du hast bloß Glück gehabt. Mh, Pommes mit Soße, voll toll. Na endlich kriegen wir was zu essen. Das ist meine Karte. Zwei Hände ist ja cool. Yeah. Ich hab eine bekommen, auch nicht schlecht. Aber hätte besser sein können. Oh Mann, diesmal habe ich Pech gehabt. Ich schlage vor, wir fangen an. Ich bin auch schon bereit. Ich kann es kaum erwarten, diese Pommes zu probieren. Oh nein, was sehe ich denn da? Chili-Soße? Das wird böse enden. Ich wusste doch, dass es hier irgendwo einen Haken gibt. Ich hasse scharfe Soßen. Ich reagiere sehr stark darauf. So weit, so gut. Dein Mund raucht. Und jetzt auch noch die Ohren. Kein gutes Gefühl. Ich muss sie zum Schweigen bringen. Ah, jetzt geht's mir gut. Um ehrlich zu sein, siehst du nicht gerade gut aus. Ich will mir gar nicht vorstellen, was mit uns passiert. Das mag zwar beängstigend aussehen, Susie, aber ich bin bereit, diese Soße zu probieren. Ist ja nur ein kleiner Tropfen. Glaubst du, das lasse ich durch? Auf keinen Fall, du brauchst mehr Soße. Jetzt aber guten Appetit. Du hast mein Essen verdorben, Lucy. Ich bin mir sicher, mein Kopf wird danach explodieren. Okay, ich kann eh nichts mehr tun. Wünsch mir Glück. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ekelerregend das sein muss. Jetzt geht's los. Ich fange an zu brennen. Oh nein, hier kommt das Feuer. Du meine Güte. Oh, ich mag diesen Wind hier. Wobei, nein, das wird langsam zu viel. Hör auf. Okay, jetzt geht's mir besser. Hä, woran denkst du denn? Jetzt bist du dran. Das lässt sich nicht leugnen. So sehr ich den Moment auch aufschieben möchte, es wird Zeit, was zu tun. Na, schmeckt's dir? Mh, richtig gut. Ich mag diese Pommes. Du hast aber die Soße völlig vergessen. Komm schon. Ah, danke, dass ihr mich dran erinnert. Dabei hat alles so gut angefangen. Lass mich dir helfen, Susie. Bitte sehr. Oh nein, das wird ganz schön scharf. Hilfe! Wow, das sieht ja schön aus. Eine echte Feuershow. Wir müssen unbedingt eine Brille anziehen. Warum sitzt ihr nur da und tut nichts? Schau mal nach oben, Susie. Ups, ich glaube, ich habe ein Loch in der Decke gemacht. Aber dafür haben wir jetzt eine wunderbare Aussicht. Was ist das denn? What the? Yeah, blöder Vogel. Das soll Glück bringen. Das ist nicht lustig. Wow, schwarzer Kaugummi. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Beeilen wir uns mal mit unserem Kärtchen. Oh ja, ich habe Glück gehabt. Das Universum hat mich gehört.
Oh Mann, nur eine Hand. Wieso ist das Leben so ungerecht? Wieso muss ich ohne Hände essen? Ach, komm schon. Auf die eine oder andere Weise wird das schon gehen. Zwar werde ich mich viel wohler fühlen, denn ich darf ja mit beiden Händen essen. Wahnsinn, das riecht einfach zum Sterben gut. Ich liebe diesen Kaugummi. Ich will gleich alles auf einmal. Ted, du benimmst dich so, als hättest du noch nie Kaugummi probiert. Ich weiß einfach, wie man das Leben genießt und du nicht. Schau mal, ich mach gleich eine Blase. Oder doch nicht? Was für ein blöder Scherz. Ich rede nicht mehr mit dir. Ich werde Lucy noch eine Lektion erteilen. Ach komm schon, sei nicht beleidigt. Was hast du getan? Ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Dieser Kaugummi ist voller Sabber. Das ist voll ekelhaft. Ach komm schon, ich wollte doch nur ein bisschen Spaß machen. Jetzt bist du dran. Ich habe keinen Appetit mehr. Wie soll ich den Kaugummi öffnen? Ich kann doch meine Hand gar nicht mehr benutzen. Hilfe, ich stecke fest. Ups, das war peinlich. Na, vielen Dank, Ted. Das werde ich nie vergessen. Jetzt ist aber Susie dran. Das wird nicht einfach sein. Der Kaugummi entgleitet mir immer wieder. Wie soll ich ihn öffnen? Streng dich an, du wirst das schaffen. Oh nein, ich habe ihn in den Mülleimer geworfen. Was soll ich jetzt tun? Ich muss einfach den Atem anhalten. Vorsicht, Susie. Der ganze Müll fliegt doch in unsere Richtung. Hilfe, ich kann nichts sehen. Oh Mann, die hat ja eine Mülltonne auf dem Kopf. Was für eine Wendung. Susie, hör mir zu. Wir sind hier drüben. Gut gemacht, setz dich. Ah, ich hab's geschafft, den Kaugummi rauszukriegen. Und einen Haufen Müll mit dazu. Ja und, das war's wert. Köstlich. Schaut mal, das ist Fanta. Was für tolle Flaschen, super. Vergiss die Karten nicht, mal sehen. Yeah, endlich habe ich zwei Hände. Oh Mann, ich habe schon wieder nur eine. Das ist ja bereits Tradition. Sieht so aus, als müsste ich die Fanta ohne Hände trinken. Keine schlechte Idee. Versteck deine Hände, Ted. So sind die Regeln. Ja, ja, du hast recht. Klar habe ich recht. Es wird Zeit, dass ich dieses leckere Zeug hier probiere. Wie sich herausstellt, ist es richtig bequem, den Verschluss mit beiden Händen zu öffnen. Und es ist noch bequemer, die Flasche mit beiden Händen zu halten. Ist das ein toller Geschmack. Ich bin begeistert. Na, endlich habe ich meinen Durst gestillt. Oh nein, die Flasche klebt an meinen Lippen. Wow, wie witzig. Lach nicht, Ted. Susie, lass dir helfen. Oh, vielen Dank, Lucy. Du bist eine wahre Freundin. Meine Lippen sind angeschwollen. Ha, wie lustig. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht lachen. Yeah. Okay, jetzt wird es aber Zeit, dass ich mich erfrische. Ich hoffe, ich schaffe es, die Flasche mit einer Hand zu öffnen. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht hilft mir der Tisch. Nein, dieser Lifehack funktioniert nicht. Ich glaube, ich habe die Fanta zu sehr geschüttelt. Oh nein, die wird doch gleich explodieren. Hilfe! Was hast du getan, Lucy? Tut mir leid, ich wollte doch bloß die Flasche öffnen. Och, Menno, meine Limonade ist verschüttet. Jetzt habe ich nichts mehr. Das ist wohl unfair. Ich bin voll nass. Tut mir leid, aber da lässt sich nichts mehr tun. Gut, dass meine Flasche noch voll ist. Lass mich mal herausfinden, wie ich sie öffnen soll. Ich werde es mit den Zähnen versuchen. Und es hat geklappt. Jetzt trinke ich's aus. Wie machst du das? Unglaublich! Ich bin zu viel mehr fähig, wenn es um Essen oder Süßigkeiten geht. Das sieht richtig eklig aus. Ich stimme dir zu, Susie. Ihr seid doch bloß neidisch auf mich. Schaut mal, ich habe alles ausgetrunken. Das war gar nicht schwer. I'm waiting. Wow, ein Eis. Cool. Awesome. Scheint euch zu gefallen. Ja, lasst uns anfangen. Bitte sehr. Langsam, zu schade. Ich kann schnell sein. Mittelschnell, dann fange ich gleich mal an. Here we go. Nein, ich fange an. Viel Glück, Monika. What?
Willst du vielleicht ein bisschen Gas geben? Nein, das wird nie ein Ende haben. Gib mir den Löffel. Oh, er ist stecken geblieben. Na, mach schon. Es hat geklappt. Was für ein riesiges Stück Eis. Lecker. Lecker. Aber viel zu kalt. Sag, du bist blau geworden. Gar nicht. Ich bin in Ordnung. Das bezweifle ich. Ich weiß, wie wir ihn wieder aufwärmen können. Bitte ein bisschen Feuer. Monika, das ist auch gefährlich. Du hättest hier fast alles in Brand gesteckt. Oh, no. Ich habe eine bessere Idee. Yeah. Ein Föhn, gute Idee. Danke, du hast mich gerettet. Cool. Genug Eis für heute. What? Das brauche ich auch nicht. Jetzt bin ich dran. Yeah. Ich mach mir eine Waffel. Yeah! Cool. Mal sehen, was daraus wird. Sieht schön aus. Da kommen jetzt mehrere Kugeln rein. Wow! Oh, was für ein Meisterwerk. Wow! Hier ist noch eins übrig. Das muss ich auch benutzen. Wow! Das ist die größte Eiswaffel auf der Welt. Jetzt aber probieren. Ich will die Kugel probieren. Und die hier. Und die hier auch. Oh nein, das Ding fällt gleich. Mein Beileid, Susie. Oh. Monika, du bist geblieben. Aber das ist doch gar kein Eis mehr. Ach so, es ist geschmolzen. Monika, pass doch auf. Oh mein Gott! Das war richtig lecker. Hm. Das ist Nutella. Glück gehabt. Awesome. Freu dich nicht zu früh. Erst müsst ihr die Karten ziehen. Mann, ich muss schon wieder langsam sein. Okay. Ich bin mittelschnell. Schnell, klasse. Worauf warte ich noch? Weg mit dem Deckel. Und mit der Folie auch. Einfach mit den Fingern rein. Das sieht so appetitlich aus. So schokoladig. Zwei Finger sind besser als einer. So viel Nutella. Super. Lecker Schmecker. Dann benutze ich jetzt noch gleich drei Finger. Eine echte Schokobombe. Das sieht ja ekelhaft aus. Ist mir egal. Hauptsache es schmeckt. Die zweite Hand hätte ich ja auch fast vergessen. Hör auf, ich kann gar nicht zusehen. Noch ein bisschen. Ich hoffe, das ist bald vorbei. Sieht so aus, als wäre das Glas leer. Oh. Gut, dass ich noch was auf den Fingern habe. Mach schneller. Na, endlich bin ich dran. Schau her, so macht man das. Wo ist mein Löffel? Wobei, den brauche ich nicht. Klasse. Ich will mehr. Ich auch. Wieso kommt da nichts? Das solltest du besser nicht wissen. Das gehört alles mir.
aus? Ach so, du steckst dahinter. Dir werde ich noch eine Lektion erteilen. Mein Kopf! Das hast du verdient. Die Nutella gehört mir. Monika, jetzt kommst du dran. Genau, hätte ich ja fast vergessen. Ich lass mir Zeit. What the? Lass dir helfen. So schnell. Danke, Zack. Meine Nerven. Ich kann nicht ruhig zuschauen. Gib her. Dankeschön. Ist ja schön. Na komm schon, mach schneller. Das schmeckt wirklich super. Das reicht, komm. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. So lecker. Hallo Monika, wie geht's dir? Ich bin immer noch an meiner Nutella. Ich habe noch ein ganzes Glas. Klasse. So viele Jahre sind vergangen und nichts hat sich verändert. Oh. Ein ganzer Eimer Skittles. Yeah. Ein Traum. Awesome. Wird ganz schön stickig hier. Die Karte gehört mir. Und ich bin langsam. Nein. Schnell, klasse. Mittelschnell, nicht schlecht. Okay. Lasst uns anfangen. Ich kann ja Erster sein. Ich suche mir nur ein Bonbon aus. Das wird eine Weile dauern. Geht das nicht ein bisschen schneller? Natürlich, Susie. Mein erstes Bonbon habe ich bereits. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich will auch Skittles. Wow, Monika hat das schnell gemacht. Susie, mach mit. Gerne doch. Ich bin bereit. Ich sortiere die Bonbons nach Farben. Sieht ja schön aus. Zack, schau her. Oh. Ah, wie auch immer. Ich fange mit den gelben an. Meine Zunge ist gelb geworden. Voll lustig. Yeah. Jetzt kommen die grünen Bonbons. Grüne Zunge, es klappt. Und jetzt orange Bonbons. Es sind ja noch die roten. Und die lilanen geblieben. Ich habe alles geschafft. Freut mich für dich. Ich kann weitermachen. Hey, wo ist mein Bonbon? Ich versuche ein anderes. Oh Mann, es ist auch weg. Monika, lass dir helfen. Danke, Susie, wie nett von dir. Mach den Mund auf. Ups, das ging daneben. Noch einmal. Ups. Komm her, Bonbon. Susie, du triffst nicht. Ich habe die Nase voll. Wirf einfach alles gleichzeitig. Na? Danke, es hat geklappt. Sag, wie läuft's bei dir? Gib Gas. Wie lecker. Lass uns die Sache beschleunigen. Los geht's. Susie, das war eine super Idee. Hey, was treibt ihr? Die gehören mir. Monika, mach schneller. Ich muss dem ein Ende legen.
gut, wir haben genug gegessen. Ihr wolltet mich austricksen? Keine Chance. Sind etwa keine Skittles mehr übrig? Nein, alles nur wegen euch. Sorry, das konnten wir uns nicht verkneifen. Die Binnen. Momentchen mal, was haben wir denn da Schönes? Das scheinen Burger zu sein. Emma hat nicht vor, lange zu warten. Denn sie hat einen tierischen Appetit bekommen. Hier fehlt aber noch Ketchup. Und solange Lilly versucht, ihrer Freundin zu helfen, hat sich Emma einen Streich überlegt. Statt dem Käse platziert sie ein Handtuch. Oh, das muss wirklich lustig werden. Reingefallen. Unsere Teilnehmerin hat ihre Kraft falsch eingeschätzt und jetzt ist ihr Burger dahin. Hier muss man stets auf der Hut sein. Ein Lutscher? Nicht schlecht. Aber der ist nicht groß genug. Unsere schwarze Teilnehmerin hat einen ganzen Schatz bekommen. Genau das Richtige für eine echte Naschkatze. Emma hat nicht vor zu teilen, Lilly hat nicht vor, darum zu bitten. Sie wird sich mit ihrem Lutscher zufrieden geben. Klar, er ist klein, aber das macht ihn nicht weniger lecker. Emma, kannst du auch so cool sein? Wohl nicht. Emma, so wirst du doch nie fertig. Langweilig. Oh, sie möchte zeigen, dass sie gar nicht so banal ist. Und das ist ihre Idee. Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Wobei, Moment mal. Oh, ihre Zunge. Ist die noch in Ordnung? Das muss wehtun. Ein Eimer Wasser sollte ihre Zunge wieder auf normale Temperaturstufe bringen. Wie wir sehen, ist Geschwindigkeit nicht immer gut. Moment mal. Wer hat einen Kaktus bestellt? Den kann man nicht mal essen. Der piekst doch. Da muss ich Emma dringend was überlegen. Ohne Stacheln? Sieht das doch schon gleich essbarer aus. Hoffentlich. Aber schmecken tut das trotzdem nicht. Lilly hat sich da was Besseres überlegt. Und es scheint ihr sogar zu gefallen. Es geht weiter. Kaugummi ist doch um einiges besser als ein Kaktus. Kaugummis mögen wir alle. Unsere Teilnehmerinnen sind zufrieden. Emma öffnet auch gleich ihre Packung. Und sie will keine Zeit verlieren. Sieht lecker aus. Oh Mann, schaut euch diese Blase an. Lilly kann sich da einen Spaß natürlich nicht verkneifen. Bam! Oh nein, Emma. Du hast dich in ein Monster verwandelt. Und was fällt Lilly ein? Oh, Erdbeerkaugummi ist das schönste Kaugummi überhaupt. Emma kann ihrer Freundin die geplatzte Blase natürlich nicht verzeihen. Sie führt was im Schilde. Solange Lilly am Kauen ist, will Emma wissen, wie die Runde enden wird. Ups, sowas hat sie sicher nicht erwartet. Mach's gut! Küsschen, Küsschen. Was für Lippen. Schöne, volle Lippen sind schließlich gerade voll in. Die hier sind außerdem auch noch lecker. Man kann einfach nicht genug davon bekommen. Wow. Da ist auch noch Sirup drin. Das muss sicher lecker schmecken. Eindeutig. Einfach fabelhaft.
Aber zu viel Süßes kann auch seine Nebeneffekte haben. Oh, Monsieur, was für ein netter französischer Schnurrbart. Lilly lacht sich tot. Emma würde ja gerne ernster aussehen, aber so wirklich klappt das nicht. Also reißt sie das Ding in Stücke. So sehen jetzt beide recht lustig aus. Kleine Macaron. Das ist super mega toll. Sehen die appetitlich aus? Und schmecken tun die auch. Lilly liebt die Dinger. Sie könnte 100 Stück davon am Stück verschlingen. Aber einen Spaß will man sich natürlich auch erlauben. Und Emma fiel darauf rein. In dieser Challenge sollte man die Augen nicht schließen. Lilly, das war knapp. Oh wow. Emma isst ihre Macaron mit Pfeffer und alles scheint okay zu sein. Stopp. Oh, sie scheint ihn doch zu spüren. Jetzt hab dich doch nicht so. Schließlich hatten wir alle unseren Spaß dran. Oh, das sieht ja interessant aus. Lasst uns alle herausfinden, was das ist. Sieht aus wie Gelee. Aber ist das auch so? Emma prüft, was sich in der Tüte befindet. Macht euch gefasst. Das ist Ahoi-Brause, extra groß. Einfach einrollen und abbeißen. Super. Und wie alles plötzlich anfängt zu brausen. Schmeckt klasse. Lilly will das unbedingt auch ausprobieren. Aber Emma hat natürlich einen kleinen Hinterhalt geplant. Ups, da ist was daneben gegangen. Schade. Lilly, sei nicht so gierig. Du platzt doch gleich. Bam! Dass deine Wangen doch noch in Ordnung sind. Emma, dein Plan ist nach hinten losgegangen. Beim nächsten Mal solltest du es dir zweimal überlegen. Wow! Es geht weiter. Das sieht interessant aus. Was für Fläschchen. Kinder träumen davon und unsere Teilnehmerinnen werden es heute probieren dürfen. Den Deckel schrauben wir ab. Lilly konnte das nicht länger aushalten. Sie schnappt sich die Flasche und spritzt Emma damit voll. Sie soll mal wieder runterkommen. Und zu guter Letzt zwei Flaschen Cola. Die rosane ist ja was Neues. Aber Lilly wünscht sich eher die klassische Variante. Und schon wieder macht sie Emma nass. Die hat die Nase voll davon. Lilly, jetzt bist du an der Reihe. Jetzt sind beide quitt. Fangen wir mit einem McFlurry an. Hey, here we go. Welchen Strohhalm soll ich wählen? Den vielleicht? War ein Treffer. Was? Klasse, Glückwunsch. Aber was hast du? Mir ist kalt. Oh, vielleicht solltest du nicht mehr trinken. Okay, auf keinen Fall. Alles ist wunderbar. Na gut, dann bin ich jetzt dran. Ihr fragt euch wohl sicher, was Emma gerade trinkt. Das ist das schärfste Getränk auf Erden. Ist nicht gut. Mein Mund brennt. Ich helfe dir. Hier hast du eine Decke. Oh,
geht's besser. Aber ich glaube, ich sterbe. Diesmal gibt's eine Mischung aus Kakerlaken und anderen Insekten. Ich frag mich, was unsere Mädels dazu sagen. Okay. Was soll ich diesmal wählen? Ene, mene, miste. Das hier. Das schmeckt fürchterlich. Ah, wie kriege ich das wieder von meiner Zunge ab? Ich brauche was anderes. Ich glaube nicht, dass das Emma helfen wird. Denn das ist ein Mix aus Banane und Senf. Schön durchgemixt. Das Rezept des Jahres. Dieses Getränk steht in den restlichen Kisten. Oh, geht. Das ist auch nicht viel besser. Sieht eklig aus. Ich frag mich, was ich kriege. Widerlich. Diesmal gibt's erfrischenden Ananassaft für die Mädels. Wer den wohl kriegen wird. Okay. Wer fängt an? Darf ich? Okay. Hurra! Ich frag mich, was das ist. Awesome! Gar nicht schlecht. Gefällt mir. Wow. Glück gehabt. Wow. Als wäre ich plötzlich am Strand gelandet. Eine Ukulele habe ich auch noch. Wenn ich jetzt noch das Meer hören könnte. Ich hasse Ukulelen. Okay. Man muss doch erstmal spielen lernen. Jetzt bin ich dran. Susie erwartet eine heiße Wasabi-Mischung. Was recht Spezifisches. Mal sehen, ob es ihr gefallen wird. Den Geschmack kenne ich doch. Das ist Wasabi! Ich brenne! Mein Saft wird dich retten! Ich weiß genau, wovon ich spreche. Oh, yes! Mir geht's tatsächlich wieder besser. Yes! Diesmal geht's hart zu. Stinkekäse mit Milch. Eine echte Überraschung für den Magen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Darf ich diesmal beginnen? My turn. Okay. Na klar doch. Mal sehen, was das ist. Oh, das stinkt ja. Was ist das nur? Ich glaube, das ist dein Getränk, das so stinkt. Ich riech wie ein Penner. Du musst wohl sicher was Leckeres haben. Da hat Susie recht. Eine sehr seltene Limonade. Das schmeckt gut. Dein Gesicht? Schau mal. Oh mein Gott! What the? Oh nein, ich habe mich in ein Ungeheuer verwandelt. Oh no! Vielleicht kann ich meine Brühe retten. Nein, jetzt stinke ich auch noch. Schau, es hat geklappt. Genau, aber stinken tue ich trotzdem. Naja, das ist die Konsequenz. Hey, you. Oh, really? Diesmal gibt's Mountain Dew. Yeah, eine feurige Mischung. Muss wohl lecker schmecken. Einverstanden, Zeit ist zu probieren. Lecker. Bingo. Aber was ist mit meinen Zähnen passiert? Die leuchten. Voll cool. Darf ich auch mal? In einem schwarzen, schwarzen Zimmer wohnt eine schwarze, schwarze Emma. Buh. Oh nein, Aliens greifen an. Blödsinn, ich bin's doch nur. Jetzt will ich was trinken. Susie kriegt diesmal Schweppes. Wenn das nicht cool ist. Ich
bin hier, um dich gesund zu machen. Wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Ich weiß nicht mehr. Ich sehe schon. Du könntest eine Spritze vertragen. Macht mich das wieder gesund? Na klar doch. Das kann ich dir garantieren. In dieser Runde gibt's Cola. Einen ganzen Springbrunnen. So, so. Cool. Aha. Und endlich mal was Schönes. Okay, here we go. Oh, das riecht nach Cola. Und es schmeckt nach Cola. I love you. Sag ich's doch, das ist Cola. Schauen wir mal, ob es auch auf meiner Seite so ist. Nee, nee, der Springbrunnen gehört mir. Wie du meinst. Ich habe bereits einen Plan, wie ich doch noch an die Cola rankommen werde. Dieser Strohhalm hier wird mir helfen. Oh, die denkt wohl, dass ich nichts sehe. Was? Wie soll ich jetzt trinken? Na gar nicht. Das ist mein Springbrunnen. Das ist nicht fair. Der gehört uns beiden. Interessiert mich nicht. Wie lecker. So also, dann kriegst du Mentos von mir. Gleich explodiert's. Oh mein Gott! Ich bin voller Cola. Nein. Wer geizig ist, muss zahlen. Mal sehen, was unsere Mädels zu dieser Chupa Chups Limo sagen. Wer kriegt sie wohl? Okay, here we go. Lass es uns herausfinden. Das schmeckt gut. Gefällt mir. Und einen netten Bonus gibt's auch noch dazu. Was zum Trinken und was zum Naschen. Okay. Lecker. Susie, mal sehen, was du kriegst. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Susie, gut, dass du dran schnupperst. Denn du kriegst Fisch in Öl. Ein ganz schön mieser Mix. Ja. Und hier ist dasselbe drin? Wie soll ich daraus wählen? Mal wieder brauche ich einen besonderen Strohhalm. Na also. Hier stimmt doch was nicht. Hey, der Strohhalm verstößt gegen die Regeln. Was? Ganz und gar nicht. Ich habe alles gesehen. Trink schön. Oh Mann. Boah, wie eklig. Das Bonbon war schöner. Ja, das nenne ich Schicksal. Joghurt. Einfaches Wasser. Nein, wohl nicht. Salzwasser. Und Karottensaft. Na, Mädels, seid ihr bereit für eine breite Palette an Geschmäckern? Viel Glück. Ich frage mich, was ich hab. Scheint was Leckeres zu sein. Vielleicht sogar Joghurt. Njam, njam. Da hast du Glück gehabt, Emma. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich kann es nicht erkennen. Ah, das ist Karottensaft. Ich hoffe, ich habe auch was Leckeres. Ui, ist das salzig. Nach sowas kriegt man noch mehr Durst. Das war nur die Aufwärmrunde. Der Hardcore kommt jetzt erst. Was haltet ihr von einem Getränk aus Basilikumkernen? Einem Kakao mit Marshmallows? Und einer kühlen Cola? Mit Sojasauce. Lasst uns das mal probieren. Ich bin nervös.
Mary, ich sehe schon, du sollst es probieren. Dann mal los. Wenn du Angst hast, sag's mir einfach. Oh Gott, was ist das denn? Süß und sauer zur gleichen Zeit. Ich kann das nicht runterschlucken. Emma, da gibt's nichts zu lachen. Jetzt bist du dran. Na gut. Ist das lecker? Das ist Kakao. Klasse. Ich hab was weniger Salziges als letztes Mal. Wow, der Geschmack ist erfrischend. Super. Da braucht ihr gar nicht neidisch zu sein. Jedem das Seine. Es wird Zeit für sommerliche, erfrischende Cocktails. Ein Bärensmoothie. Ananassaft. Und Wasser mit Chili. Oh je, das wird ganz schön feurig für jemanden. Also mich kann nichts mehr erschrecken. Wobei, da könnte doch alles Mögliche drin sein. Oh nein. Bist du ein Angsthase? Komm, ich probier's. Mmm, schmeckt gut. Oh, danke. Und was ist es? Ah, es brennt ja alles. Monika, du hast mich angelogen. Hättest du selber gleich probieren müssen. Ich hab was eindeutig Tolles. Ananassaft. Vielleicht habe ich ja auch Glück. Das ist ja ein Smoothie. Voll cool. Emma, du kannst was von meinem Saft haben. Oh nein, ich vertraue dir nicht mehr. Na gut, dann haben wir halt mehr davon. Ich sehe schon, Mädels, ihr steht auf natürliche Getränke. Dann wird euch sicher dieser Cocktail hier gefallen. Aus Brokkoli, Spargel und Sellerie mit Wasser. Man sagt ja, dass grünes Gemüse besonders gesund ist. Für die Naschkatzen unter euch Milch mit einem Schokoriegel. Zusammen mixen und ab ins Glas. Und zu guter Letzt... Wasser mit Fischöl. Mmh, genau das, was man als Kind so gehasst hat. Na dann mal los. Drück mir die Daumen. Also eigentlich ganz okay, aber ich sehe schon, scheint sehr gesund zu sein. Ich kann wetten, dass ich wieder was Ekliges kriege. Oh, ist das lecker. Muss wohl Schokomilch sein. Da freut sich ja mein Magen. Puh, okay. Dann komme ich jetzt dran. Nur noch eine Sekunde. Ich muss das dringend ausspucken. Tut mir leid. Also auf gesunde Getränke stehen wirklich nicht alle. Ich frage mich, was ihr zu diesem Proteinshake sagt. Tomatensaft mit Bohnen. Sieht eher aus wie eine Suppe. Und wenn da jetzt noch eine Wassermelone dazu kommt, weiß ich auch nicht, wie das enden wird. Für den Rest Kokosmilch und heißen Tee. Ich glaube, ich habe was Erfrischendes. Also schmeckt wie Wassermelone und Bohnen zugleich. Pfui, Teufel. Was verstehst du schon? Ich habe hier kochendes Wasser. Hilfe, ich brauche was Kaltes. Also ich habe ja gesagt, dass ich das nicht trinken würde. Okay, wenn ihr beide was Mieses hattet, dann habe ich sicher was Leckeres. Kokosnuss? Ich liebe das. Exotisch lecker. Milch ist ein Klassiker. Und wenn man dazu M&Ms und Nutella gibt, ich bin mir sicher, das wird lecker und schokoladig.
Alle, die Süßes lieben, werden das sicher mögen. Aber hier fehlt mir noch etwas Farbe. Also mischen wir Wasser mit blauer Lebensmittelfarbe. Und am Schluss was Salziges. Salzlake mit Essiggurken. Mh, Feinkost. Okay, sagen wir, ich bin die Mutigste, also kann ich anfangen. Also, das scheint einfaches Wasser zu sein. Mary, du siehst aus, als hättest du eine Dose Farbe gegessen. Wow, meine Zunge ist ja total blau. Voll lustig. Davon will ich ein Foto machen. Lächeln. Und jetzt du, Emma. Ich bin bereit. Wow, das ist ja Milch mit einer Menge Schokolade. Ein Traum. Mann, da hat jemand Glück gehabt. Aber sicher nicht ich. Meins ist total salzig. Gib mir was zu trinken. Das ist ja tatsächlich schokig. Ein Eis. Ein Milkshake. Was könnte schöner sein? Aber hier geben wir etwas Zitronensaft hin. Ich spüre ein wunderbares Zitrusaroma. Ist das sauer? Muss ja eine Tonne Zitronen drin sein. Du armes Ding. Ich hoffe, ich habe was Besseres. Was ist diesmal drin? Das ist ja Eis. Oh, ich kann gar nicht aufhören. Okay, ich bin fast fertig. Dann mal los. Ich habe einen Milkshake. Das ist ja noch viel, viel cooler. Also damit bin ich nicht einverstanden. Was passiert, wenn der Barman alle überraschen will? Was total durchgeknallt ist. Wie ein Mix aus Fanta und Cheetos. Gib zu, sowas habt ihr noch nie getrunken. Im Vergleich dazu sieht ja die Hühnersuppe langweilig aus. Genauso wie dieser Orangensaft hier. Aber jedem das seine. Mädels, ihr denkt zu lange. Ich hab schon angefangen. Oh Mann, das hätte ich besser nicht getan. Das ist ja süß und salzig und scharf zugleich. Also, du siehst nicht besonders begeistert aus. Ja, Hühnersuppe. Wie in meiner Kindheit. Sowas hat mir meine Mama immer gemacht, wenn ich krank war. Die Zeit vermisst du wohl, was? Ich habe keine Zeit für solche Erinnerungen. Ich konzentriere mich auf meine Gegenwart. Und die schmeckt übrigens fabelhaft. Orangensaft. Ein Klassiker. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Getränk hier sagen werdet. Wasser mit Knoblauch. Eine Anti-Vampir-Mischung zumindest. Ich hoffe, das bringt sonst niemanden um. Wasser mit rotem Kaviar. Das ist auch was für Feinschmecker. Und ein einfacher Apfelsaft. Ein anderer Klassiker. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann möchte ich anfangen. Pfui, das ist ja Knoblauchwasser. Scheint, als wäre das nicht nur für Vampire mies. Der Geruch ist ja wirklich widerlich. Oh Mann, das stinkt ja so richtig. Ich probiere so lange meins. Also, zugegeben, Wasser mit Kaviar ist sicher nicht mein Lieblingsgetränk. Und was hab ich wohl? Kaviar mit Knoblauch zusammen? Apfelsaft. Na, das ist ja noch mal gut gegangen. Da trinke ich sicher ein Glas von.
Barman sein will gekonnt sein. Und wir müssen zugeben, dass Andy das ganz schön drauf hat. Er mixt uns schon wieder ein Meisterwerk zusammen. Das wird sicher der beste Prank, den ich je gemacht habe. Schön viel Tabasco hinzugeben. Je großzügiger, desto besser. Und um den Geschmack nochmal zu unterstreichen, geben wir noch etwas Chili hinzu. Und bloß nicht geizig sein. Einfach alles rein. Es fehlt was Salziges. Ich glaube, Sojasauce wird uns da wunderbar passen. Und natürlich muss das noch schön gemacht werden. Was haltet ihr von Rasierschaum? Fast so gut wie Schlagsahne, nicht wahr? Sieht lecker aus. Also wenn ich nicht wüsste, was da drin ist, hätte ich mir sowas sicher bestellt. Mädels, wollt ihr meinen neuen Cocktail probieren? Oh nein, uns reicht's für heute. Schön, dass du auch an unserer Challenge teilgenommen hast. Na, wie gefällt's dir? Mein gesamtes Gesicht brennt. Oh, ich muss dringend ins Bad. Was geht denn mit denen ab? Oh-oh. Oh no. Das ist ja eine scharfe Chili. Oh. Monika, du hast wenigstens noch eine machbare Portion. Da lässt sich nichts machen. Ich werde diese Brühe wohl trinken müssen. Was für eine feurige Challenge. Mein Kopf kocht. Oh, come on. Jetzt bin ich dran. Oh, man. Oh, my God. Oh, viel zu scharf. Ich brauche dringend ein Gegenmittel. Milch sollte helfen. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Mädels, darf ich bitte aussetzen? Oh mein Gott! Oh no! Oh nein, Lilly, trink du schön. Könnt ihr bitte die Feuerwehr rufen? Aha! Lilly, keine Angst. Das schaffen wir auch ohne Feuerwehr. Danke, aber der Temperaturunterschied war ein bisschen zu krass. Mensch, was für ein kleiner Hubba-Bubba. Das ist nicht fair. Die Schere werde ich wohl nicht gebrauchen. Awesome! Aber der Kaugummi an sich schmeckt trotzdem gut. Und passt perfekt in meinen Mund. Ich kann mir bereits vorstellen, wie groß meine Kaugummiblase sein wird. Die Schere werde ich aber gut gebrauchen können. Lecker. Aha. Lilly, hier hast du noch ein Stück. Was passiert hier? Ich platze doch gleich. Oh mein Gott! Was für ein Kaugummi. Na, jetzt komm mal her, mein Süßer. Was? Nein, ich hab doch gesagt zu mir. Okay, here we go. Ah, da bist du ya. Oh no. Hallo Mädels. Oh no. Lasst uns ein Stück abschneiden. War zu viel. Na also. Oh mein Gott! Ist das lecker? Wow! Monika, wo willst du hin? Die Challenge ist noch nicht um. Was sollen wir damit anfangen? Ich weiß.
Das sind Gummibärchen. Ja. Wir müssen sie nur ein bisschen vergrößern. Wow. Oh, schaut mal. Wow. Awesome. Eine essbare Gesichtsmaske. Jetzt, wo wir schöner geworden sind, wird es Zeit, den Rest zu vernaschen. Wow. Lecker und voll praktisch. Wow. Ich frage mich, was ich wohl hab. Oh, was Schweres. Ich bin in Ordnung. Oh. Oh, die Größe ist genau das Richtige für mich. Es wird Zeit für einen Gummibärchen-Cocktail. So erfrischend. Und das esse ich noch. Alle Mann aufgepasst. Hier kommt ein Gummibärchen-Feuerwerk. Ich glaube, das habe ich verdient. Mh, voll lecker. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Diät, mach's gut. What? Wieso kriege ich so eine kleine Portion? Ich bin diesmal die Glücklichste. Und Honig ist auch nicht viel da. Aber dafür schmeckt's. Lasst mich mal probieren. Den Honig hinzugeben. Oh, wie süß. Einfach fabelhaft. Beiß dir bloß nicht die Finger ab. Ich habe noch so viel Honig übrig. Ich esse einfach alles auf. Ups, ich glaube, ich habe mich ein bisschen dreckig gemacht. Moment, besser so? Wartet. Jetzt sehe ich wunderbar aus. Und nun bin ich dran. Kannst du mir helfen? Gerne doch. Monika, mach den Mund auf. Schmeckt gleich um einiges besser. Und was haben wir hier? Ein Schoko-Edelstein. Ich habe eine Idee. Und jetzt noch mal öffnen. Wow. Ups, das war eine blöde Idee. Schmeckt voll gut. Yes. Okay.
Jetzt bin ich dran. Oh. Yes! Come on! Lecker. I love you. Aber etwas Schmuck fehlt hier noch. Also. Jetzt kann man das jederzeit naschen. Oh mein Gott! Ich finde, Wendy hat viel zu viel Schokolade. Das ist unfair. Oh no! Wo ist mein Edelstein hin? Ich kann auch nicht zulassen, dass er mir geklaut wird. Lilly, gib das wieder her. Gotcha! Wie lecker. Zergeht nur so auf der Zunge. Das sind ja Nuggets. Oh, really? Mal wieder habe ich Pech mit der Portion gehabt. Ich glaube, mit etwas Soße wird das besser schmecken. Ich hatte recht. Lecker. Ich will auch was probieren. Okay, here we go. Monika, nimm dir was von der Soße. Yes. Gerne doch. Aha. Schmeckt perfekt. Oh. Darf ich noch was haben? Aber gerne doch. Oh mein Gott. Und für mich ist nichts übrig geblieben? Oh. Ich habe genug Soße für uns alle. Hey! Jetzt hast du es aber eindeutig übertrieben. Oh no! What? Aber schmecken tut es trotzdem. Die hat ja einen Mordshunger. Oh mein Gott! Ich hoffe, dass sie uns nicht auch noch mit auffrisst. What? Oh no! Ich hasse Schimmelkäse. Ich krieg keine Luft mehr. Hey, you! Oh, really? Das ist ja voll widerlich. Wir müssen dringend was unternehmen. What? Blöder Käse. What? Hey! Wir werden ihn wohl tatsächlich essen müssen. Fürchterlich. Ich will nicht essen. What? Okay, here we go. Das schmeckt sowas von gar nicht. Und riecht fürchterlich. Oh, mir wird ganz schwindelig. Ich probiere ein Stückchen. Das war nicht ein Stückchen.
Dieser Käse hat Mary verrückt gemacht. Sie hat sich in eine Maus verwandelt. Wir brauchen dringend einen Mäusefänger. Cool. I love you. Weißt du, ich freue mich sogar, dass wir hier sind. Oh. Oh nein, ich nehme meine Worte zurück. Ah, dieser Kaktus hat mir die Laune verdorben. Hätte sie nicht anfassen sollen. Yes. Ich mache ihn ungefährlich. Los geht's. Kate, jetzt pass doch mal auf mit deinen Stacheln. Aua. Fertig. Jetzt kann ich ihn probieren. Igitt. Kate, was ist das denn? Ein riesiger Kaktus, du meine Güte. Und er gehört dir alleine. Ich hab Angst. Tu es nicht. Kate, wieso hast du das getan? Ich wollte dich retten. Jetzt bin ich selber voller Stacheln. Oh. Wow. Mein Lieblingskaugummi. Oh mein. Oh, und mit Füllung. Voll cool. Den muss ich dringend probieren. Sag, schau mal, was ich kann. Nicht schlecht. Ich frag mich, was du zu meiner kleinen Überraschung sagen wirst. Die lasse ich hier. Das schmeckt so gut, ich möchte mehr. Oh, was ist das denn? Oh nein, mir ist ein Zahn ausgefallen. Reingefallen. Wow, was für ein Ausmaß. Okay, Finger weg von meinem Kaugummi. Geizhals. Wie soll das nur in meinen Mund passen? Naja, ich werde es noch herausfinden. Ich will auch. Mensch, das letzte Stück passt nicht. Hilf mir, es steckt fest. Das ist so eklig. Kate, komm schon, zieh fester. Ich versuche es ja. Riesen-Mentos, wie cool. Wow. Und wo bleibt meine Portion? Das war's? Oh, no. Aber die Packung ist so mickrig. No. Na gut, besser als gar nichts. Ich fange dann auch mal an. Öffnen. Oh, so viele Bonbons. Wow. Sag, brauchst gar nicht erst in die Richtung zu schauen. Ich sammle schön alles. Fertig. Und jetzt noch Wassermelonengeschmack hinzugeben und ein bisschen Cola. Sag, das ist für dich. Und ich bereite mich so lange auf eine Explosion vor. Ups. Was ist passiert? Es hat geklappt. Schau, so viel Schaum. Gefällt es dir etwa nicht? KitKat, genau das, was ich brauche. Und wo bleibt meine Portion? Nicht mal mit einer Lupe sehe ich die. Gib mir bitte was ab. Oh, bitte, bitte, bitte. Aber nur, weil ich dich so sehr mag, sag. Den Riegel können wir in zwei teilen. Danke, Kate. Gib's zu, das ist mega lecker. Das stimmt. Oh, ist das etwa für mich? Klasse. Wow. Super. Sag, du teilst doch mit mir, nicht wahr? Natürlich nicht. Das alles gehört mir alleine. Das wollen wir ja noch sehen. Pass auf. Was machst du? Sei nicht so gemein. Du hättest nicht gemein zu mir sein sollen. Du hast ihn zerstört.
Das schmeckt immer noch gut. Oh. Wow. Milch und ein Lebkuchenmännchen. Ist ja nett. Das riecht so schön nach Zimt. Probier es. Ist das toll. Das erinnert mich gleich an Weihnachten. Da kommt auch schon mein Lebkuchenmännchen. Wow. Hallo, Kumpel. Die Milch wird aber sicher nicht reichen, um dich da reinzutunken. Menno, er passt nicht ins Glas. Ich weiß, was zu tun ist. Mhm. Milchdusche. Nein! Zu spät. Sag sorry, aber du bist in die Quere gekommen. Und was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung. Dafür ist mein Männchen aber so schön weich. Es regnet plötzlich Skittles. Wow. Die muss ich dringend probieren. Ich liebe Skittles. Die sind so schön bunt. Jetzt bin ich dran. Oh mein Gott! Mach mal Platz hier, Sack. Schau dir diese Mega-Packung an. Um da reinzukommen, brauche ich eine Treppe. Ui, ich bin drin. Wow! Als wäre es ein riesiger Skittles-Pool. Ich will auch eintauchen. Mach Platz, Kate. Oh, das ist ja wirklich cool hier. Soll das ein Scherz sein? Ach, ich will eine riesige Pizza. Und nicht dieses Schnipselchen hier. Ich hätte auch gerne das hier gegessen. Sorry, aber ich habe nichts mehr übrig. Na gut, ich habe was Besseres. Habe ich doch gewusst, dass du die Riesenpizza kriegen würdest. Das war nur logisch. Die rolle ich ein und genieße sie. Aua! Ah. Ups, sorry, Kate. Du hast mich fast umgebracht. Ich muss mich dringend abregen. Gib was von der Pizza her. Au! Ich habe sie zerrissen. Wobei, jetzt hat jeder sein eigenes Stück. Einverstanden. Das sollte für uns beide reichen. Glück gehabt, ich habe einen KitKat. Schau mal, ich habe mehrere KitKats. Und ich habe einen ganzen Turm aus diesen Schokoriegeln. Yes! Meine Güte. Ist ja cool. Freut mich zwar für dich, aber mich wird auch ein Riegel glücklich machen. Das Papier brauche ich nicht. Hey, ich sitze hier, pass doch auf. Sorry, ich habe aber einen Mordshunger. Schon mal was von Tischmanieren gehört? Du krümelst mich voll. Ach komm schon, hab dich nicht so. Wenn ihr wüsstet, wie lecker das ist. Okay, jetzt komme ich dran. Aber ich weiß, wie man sich zu benehmen hat. Yeah! What? Weg mit dem Verpackungspapier. Ich habe sogar Messer und Gabel. Was für ein blödes Messer. Menno. Wer braucht schon solches Besteck? Ich schaffe das auch ohne. In 0, nichts. Gleich seht ihr es. Die schmecken so gut. Vor allem die Waffeln. Hey, you! Jetzt übertreib's mal nicht. Wie siehst du denn aus? Ich mach das doch ordentlich. Wisst ihr was? Ich weiß schon, wie ich meine Riegel angehen werde. Was? Wo will sie denn hin? Ich hol mir eine Leiter. Yeah! Ich fange nämlich von ganz oben an. Das Verpackungspapier brauche ich nicht. Und noch ein Riegel. Weg mit dem Papier. Hey, müll uns doch nicht zu. Lecker.
Ich krieg gar nicht genug davon. Ich habe die Nase voll davon. Oh, ist das lecker. Hey, wo ist mein Turm hin? Was ist passiert? Wer steckt dahinter? Oh, wie konntet ihr nur? Wir hatten bloß Hunger. Hurra, es gibt Chips. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Wieso sind alle Packungen gleich groß? Seltsam. Ich mach meine Packung einfach mal auf. Hä? Wieso ist da nichts drin? Wo sind meine Chips? Aha, alles klar. Jetzt weiß ich, wer am wenigsten bekommen hat. Ist mir egal. Ich bin mir sicher, dass mein Stück am besten schmecken wird. Genau so ist es. Das beste Chipstück auf der Welt. Jetzt komme ich aber dran. Wetten, ich habe mehr als du? Oh. Seltsam. Wo bleiben meine Chips? Hä? Ach so, die liegen ja schon bereit. Na dann mal los. Oh je, ich muss niesen. Ach, doch nicht. Oh Mann, das gesamte Gesicht ist voller Krümel. Das ist kein Problem, meine Chips sind weg. Was soll ich jetzt machen? Nein, 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 denk gar nicht erst daran. Die gehören mir. Was für ein gigantischer Turm. Der reicht bis zur Decke. Der Hammer. Genau. Jetzt aber ran ans Zeug. Die ist ja schnell. Ja, das habe ich drauf. Ich bin auch hungrig. Ich habe einen Plan. Wie wäre es mit etwas Cola? Schön durchschütteln. Hey, hast du Durst? Natürlich. Mein Prank hat funktioniert. Wie lustig. Gar nicht. Da gibt's nichts zum Lachen. Oh nein, bloß keine Chili. Du hast eine Schote, ich habe viel mehr. Schaut euch meine Portion an. Oh. Pech gehabt. Oh mein Gott. Na gut, dann fange ich mal an. Ich muss das schaffen. Mal sehen. Gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Noch ist das auszuhalten. Ich bin fertig. Oh nein, mein Mund brennt. Oh no! Hilfe! Wir müssen was unternehmen. Wasser. Ich habe dein Feuer gelöscht. Vielen Dank, Monika. Oh, das war heiß. Judy, jetzt bist du dran. Jetzt schon? Ich will zwar nicht wirklich, aber ich muss mich zusammenreißen. Bist du sicher, dass du das so schnell machen willst? Verbrennt doch gleich. Sie ist fast fertig. Mädels, mir ist nicht gut. Hilfe! Diesmal brauchen wir aber einen Feuerlöscher. Mach weiter so. So viel Schaum. Er hat mich gerettet, danke. Geschafft. Monika, jetzt bist du aber dran. Na, vielen Dank. Na los. Ich muss das schaffen. Oh. What? Monika. Oh, du drehst ja durch. Ich muss. Oh je. Du bist ja richtig cool.
Du hebst doch gleich ab. Tatsächlich. Passt auf. 3, 2, 1, 5. Oh nein. Sie fliegt ins All. Was? Unglaublich, schau mal. Die landet ja bald auf dem Mond. Hilfe! Hey, Zitronen. Ich hasse alles Saure. Ich auch. Und ich habe am meisten. Oh mein Gott! Oh no! Was für ein Turm. Okay. Da habe ich ja noch Glück gehabt. Ich muss das so schnell wie möglich hinter mich bringen. Ich hab Saft im Auge. Hilfe! Ups. Das heißt, dass du mich gerade nicht siehst. Das tut weh. Oh. Judy, vielen Dank. Jetzt bist du aber dran. Okay, ich werde Hilfe gebrauchen. Bloß nicht das. Eine Panik. Ich will doch nur die Zitrone in Stücke schneiden. Das macht die Sache einfacher. Na gut. Wieso musste ich gerade diese Zitronen bekommen? Ist die sauer? Das verstehe ich. Fürchterlich. Du Arme. Mein Auge versteht dich auch. Hier hast du ein Taschentuch. Das wirst du gebrauchen. Ah, vielen Dank. Monika, was sitzt du rum? Du bist dran. Ich dachte schon, dass mich alle vergessen haben. Ich brauche eine Saftpresse. Wofür das denn? Ich hoffe, dass ich den Saft schneller schaffe als die ganzen Zitronen. Ist ja interessant. Probieren wir mal. Das ist... wunderbar. Will sonst noch jemand Limonade? Ist nicht teuer. Ja, wir wollen. Gebt mir eure Gläser. Die Limo sollte euch gefallen. Geht. Was hast du uns verkauft? Na, warte. Was macht ihr? Jetzt bin ich nass. Selber schuld. Genau. Meine Packung ist fast leer. Meine ist ganz. Ich mag Pommes. Ich auch. Vor allem, wenn es so viel gibt. Oha, wie cool. Genau. Viel besser als nur ein Stück. Ich hoffe, dass es wenigstens schmeckt. Schmeckt total. Aber viel zu wenig. Ich will mehr. Monika hat ja noch was. Kannst du vergessen, das sind meine Pommes. Du bist voll geizig. Ich will mehr. Okay, here we go. Susie, gib uns was von deinen Pommes. Nein, sicher nicht. Wow. Ihr hattet recht. Die Pommes sind der Hammer. Es wird Zeit, dass wir ihr eine Lektion erteilen. Ich tue so, als wäre das Ketchup. Susie, bitte sehr. Oh, vielen Dank. Das wird lecker.
Oh je, hier ist nicht gut. Unser Prank hat funktioniert. Sie hat die Pommes verbrannt. Oh no. Jetzt kriegt keiner von uns etwas. Hat doch Spaß gemacht. Ich mag Poppets. Yeah. Genau, davon kann man nie genug haben. Das könnt ihr laut sagen. Yeah. Unglaublich, ein ganzer Haufen. Oh wow. So viele. Das macht voll Spaß. Hä? Wieso lässt sich mein Ding nicht poppen? Das ist kein echtes Poppet. Das ist essbar. Voll cool. Richtig lecker. What? Toll. Und außerdem so bunt. Und richtig süß. Ich bin fertig, Susie, du bist dran. Hoffentlich schmeckt meins auch. Voll cool. Meins ist auch Schokolade. Die perfekte Kombination. Muss ja wirklich gut schmecken. Wer hätte gedacht, dass sie so schnell sein würde? Hey, you. Was hast du im Gesicht? Was ist da? Sieht aus wie Pickel. Pickel? Was macht dir mir Angst? Das sind bloß Farbflecke. Die schmecken gut. Jetzt bin ich aber dran. Ich hoffe, dass mein Poppet auch aus Schokolade sein wird. Hey, was soll das? Oh je. Bloß nicht das. Nein. Oh. Die ist ja mit ihren ganzen Poppets runtergefallen. Hier sind noch welche geblieben. Voll entspannend. Genau. Da braucht man nicht mal Schokolade. Nur ein Marshmallow. Wie wenig. Hinter meinem Marshmallow-Berg kann man sich verstecken. Ich habe so ziemlich die goldene Mitte. Das eine Stück ist doch ratzfatz geschafft. Jetzt zieh doch nicht so ein Gesicht. Mann, oh Mann. Ist okay, ich bin in Ordnung. Da wäre ich mir nicht so sicher. Ihr bringt mich sicher nicht aus dem Gleichgewicht. Emma, was machst du? Ich probiere eine neue Technik aus. So weit gefällt sie mir. Und jetzt Susie. Ich bin bereit. Du siehst aus wie Wolverine. Ich krieg Angst. Mach dir keine Angst, Zack. Ich tue euch nichts. Das ist doch nur für meine Marshmallows. Und jetzt ein bisschen anbraten. Ein bisschen Geduld. Da ist was schiefgegangen. Lass mich das Feuer löschen. Oh Mann. Was für ein weicher Kaugummi. Zu blöd, dass ich nur ein Stück hab. Oh, mein armer Kiefer. Ein ganzer Kaugummiberg. Wow, wow. Ich hab 10 Stück. Das gefällt mir. Lass uns Dinosaurier spielen. Zack, jetzt sei doch ein bisschen erwachsener. Mit Kaugummis soll man nicht spielen. Daraus macht man Blasen. Schon nicht schlecht, aber sicher noch kein Rekord. Mal sehen, was ich daraus machen kann. So,
gesagt, du machst uns Angst. Sitzen bleiben. Das ist ein Dinosaurierüberfall. Du meine Güte. Super, und jetzt kann ich das alles probieren. Hoffentlich passt das auch in meinen Mund. Schaut her, ich mache euch gleich die größte Blase aller Zeiten. Du solltest langsam aufhören. No! Susie, wir müssen ihn retten. Ich habe einen Plan. Hier, kau das. Ah, ich sehe schon. Gleich. Fertig. Zeit, Sack wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Und... getroffen. Gut gemacht. Ich bin voller Kaugummi. Boah, wie eklig.